Ich bin Joshua und ihr seid hier richtig. Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich wurde vom Voice 82 zum guten Laune-Tag, lachens ansteckend Tag getaggt worden. Danke dafür. Nein. Doch! Und ja, da haben wir ein paar Fragen und am Schluss wird dann wieder jemand getaggt. Ich mache ja eigentlich Tags nicht so, aber es ist eigentlich ein schöner Tag, den mache ich mal mit. Kann man mal machen, ne? Ja, dann, erste Frage. Kinder lachen über alles. Was ist deine früheste Erfahrung an Komik beziehungsweise an welcher Komiker begleitet dich am längsten? Ja, Dieter Hallervorden würde ich sagen. Habe ich auch schon live gesehen. Ich glaube, ich so 10 war, habe ich noch live gesehen. Otto finde ich auch gut, aber auch seit Anfang an. Aha. Und den habe ich auch mittlerweile schon mal live gesehen. Finde ich beide gut. Mittlerweile kann ich über ihre Sachen nicht mehr so echt lachen, aber schmunzeln auf jeden Fall. Ist immer doch gute Laune bekommen wir doch dadurch doch. Genau. Dann kommen wir gleich mal zur zweiten Frage. Stand-up oder Kabarett? Banal oder politisch? Worüber kannst du eher lachen? Ja, ich finde beide Stand-up gut und ich finde Kabarett gut. Bei mir ist umso blöder es ist, umso besser kann ich lachen. Umso primitiver es ist, kann ich umso besser lachen. Und deswegen finde ich beides. Ja. Beides gleich gut. Frage 3. Abelt oder Erhard? Magst du lieber böse oder ungemeine Comedy oder lieber schelmisch harmlosen Spaß? Da bin ich wieder mehr bei schelmisch, aber manchmal ist böse auch nicht verkehrt, aber mehr bei schelmisch harmlosen Spaß. Heinz Erhard filme sich eh gern und hat eh viel lustige Sachen gemacht und mehr in die Richtung eigentlich. Vierte Frage, Witz komm raus. Wie gefallen dir die Comedians, die einfach nur da sitzen und Witze erzählen? Wie Phipps Asmussen und Markus Krebs. Markus Krebs habe ich schon live gesehen. Ja, das Witzerzähler, ich würde mir jetzt da keinen Witzkarte mehr kaufen, aber wenn es so im Fernsehen läuft, schaue ich schon. Ne? Also, ja. Genau. Frage Nummer 5. Lachen am laufenden Band. Welche Sitcom magst du am liebsten und warum? Ja, Sitcoms. King of Queens finde ich klasse. Ja, da gibt es mehrere. Es sind so viele, aber King of Queens ist eigentlich die bekannteste. Ja. Ja. Big Bang Theory ist auch. Es kommt jetzt noch als Sitcom. Ich glaube schon als Sitcom noch nennen. Ja. Genau. Frage Nummer 6. Wiederholungstäter. Welche Sitcom-Komödie-Show hast du deutlich mehr als einmal angesehen und lachst trotzdem immer wieder? Ja, das ist für mich einmal die Jim Carrey-Filme. Ace Ventura und Dumm und Dümmer und auch die Dom Gerhardt-Filme, Ballermann 6 und so. Da kann ich bei manchen immer bloß schmunzeln, aber bei manchen da haue ich mich immer richtig weg. Ich glaube, Ballermann 6 habe ich ungelogen schon 50 bis 100 Mal gesehen. Endlich normale Leute! Auch immer gesagt wird zu mir, ich bin der Scheißhaus. Ich kann nicht über Scheißhaus lachen. Ne? Scheißhaus-Filmfreund und umso blöder, umso primitiv, umso besser. Jo, dann kommen wir zur Frage 10. Very British. Die Briten haben einen ganz eigenen Humor. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, Monty Python finde ich klasse. Vor allem das Leben des Brian. Es ist so ein Hammerfilm. Es ist auf jeden Fall in meinen Komödien in den Top 5 vertreten. Früher hat mir Ritter der Kokosnuss besser zugesagt, aber der ist eigentlich nicht mehr so mein Lieblingsfilm. Das sind einzige Sequenzen, wo ich lustig finde, Sketche, wie der Schwarze Ritter oder dann mit der Burg oder dann das überhaupt das Reiten mit der Kokosnuss, Hammer. Jo, und dann A Little Britain finde ich auch einige Sachen davon richtig lustig. Und ja, wie zum Beispiel der eine Mann, wo als Frau verkleidet ist und dann immer oder der wo die zwei Freunde sind, der eine schiebt den anderen immer im Rollstuhl und dann will er doch was anderes, dann muss er wieder zurückgehen und der andere kann aufstehen, der ist Hammer. Richtig klasse. Aber andere Sachen sind auch wieder dabei, die wo ich richtig blöd finde, ja. Wie im Witz um den
schwulen Duffy oder wie der heißt, der, wo immer denkt, er ist der alleinige Schwule im Dorf und so weiter. Das ist mir zu blöd, also das ist, gefällt mir auch nicht. Oder der Computer sagt nein, ist auch so ein Ding, wo mir gefällt. Genau, das zu dem Thema. 11. Parodie ist die aufrichtigste Form der Verehrung. Wie stehst du zu Persiflagen im Film Scary Movie, die nackte Kanone, Hot Shots und Fernsehform Switch und so weiter? Die Reise in einem verrückten Flugzeug fand ich klasse. Es war ja ein bisschen, ist ein bisschen Anspielung auf Airport, aber man muss jetzt nicht die Filme Airport sehen haben, um die lachen zu können. Das ist ja richtig übertrieben wie die nackte Kanone. Also, finde ich richtig klasse. Sky Movie hat mir der erste noch gefallen. Hot Shots finde ich klasse. Nackte Kanone ist auch klasse. Switch, ja, kann man schauen, aber war jetzt nicht so mein Fall. Frage 12. Ohne Worte braucht man viel für. Frage Nummer 12. Ohne Worte braucht man für Humor viele Worte oder kannst du über nonverbale Komik wie etwa Pantomimen, Clowns und Stummfilm-Sketche lachen? Erst Stummfilm-Sketche würde ich schon sagen, dass ich lachen kann, aber Pantomime und Clowns eher nicht, ne? Zu zweit ist man ein wenig allein. Welches Comedy-Duo-Gruppe magst du am liebsten? Ja, Comedy-Duo, das ist Dom Gerhard mit Hilmi Söser als in Ballermann 6. Unglaublich, unglaublich. Allgemein Dom Gerhard, ich finde ihn so klasse. Ballermann 6 und voll normal und Hausmeister Krause. Weil normal, ne? Finde ich klasse. Und also da lasse ich nichts drüber kommen über die zwei. Und da, die Superbullen waren dann nicht mehr so stark, aber Hammer. Gefällt mir ohne Ende. Wer zuletzt lacht? Welchen Comedian hast du dir zuletzt angesehen? Wie hat dir der Auftritt gefallen? Ja, ist schon ein bisschen her. Das dürfte schon 1,5 Jahre her sein. Das war Paul Banzer, habe ich mir angeschaut. Obwohl ich vorher nie so Fan war und so. Aber doch einiges, wo ich richtig gut lachen konnte. Wird nicht mein Lieblingskomiker, Comedian sein. Ist er dann bei mir Atze Schröder oder so. Ja, aber war gut trotzdem. So, wo waren wir denn jetzt? Genau. Frage 15. Wer anderen eine Grube kriegt? Magst du Prank-Videos und welcher Prank ist deine Meinung nach der gelungenste? Welchen kann man gut zu Hause nachmachen? Erstmal Bild und so weiter. Ja, ich schaue gerne auf Facebook so Prank-Sachen, so Christmas Handy und so weiter. Finde ich absolut lustig und ja, gut, machen nachmachen wüsste ich jetzt nicht. Man kann schon am 1. April ein bisschen so Freunde und so und Familie ein bisschen verarschen und so weiter, aber ich wüsste jetzt nicht mit welchen. Das sind wir kurz gebunden immer so. Top 5. Wer sind deine 5 Lieblingskomiker? Dabei spielt es keine Rolle, ob sich dabei um Comedians, Autoren oder Schauspieler handelt. Ja, da fangen wir an. Ich sage mal jetzt meine Lieblinge. Also ich sage Dom Gerhard und Jim Carrey schaue ich am liebsten, da kann ich am meisten lachen. Ich habe aber auch Dieter Hallervorden gern. Oder Otto Walkes, Atze Schröder. Also Stand-up von Atze Schröder ist Hammer. Alles Atze-Serie war jetzt also war auch gut, aber ist nicht so gut wie sein Stand-up. Jetzt habe ich bestimmt jemanden gut vergessen. Jim Carrey habe ich gesagt. Jetzt habe ich bestimmt jemanden vergessen, den ich auch gut finde. Aber Jim Carrey ist also in Sachen Film Hammer. Ich beide und sie. Hammer. Dumm und Dümmer. Und dann gibt es ja auch noch die Vorgeschichte von Dumm und Dümmer. Ich glaube, der ist auch Dumm und Dümmer. Und war mit anderen Schauspielern. Der ist auch richtig lustig. Absolut, kann ich euch nur empfehlen. Hier ist alles voller Scheiße! Verdammt! Ja, und wie gesagt, ich... Da gehen auch schon mal Grüße raus an Robin. Von Robins Filmlounge. Wir reden, er schaut, glaube ich, auch gern den Dom Gerhard. Und wir reden oft nur so Dom Gerhard-Sprüche rüber. Und absolut geil. Genau, das waren eigentlich jetzt, ich denke, meine Lieblings... Komödianten und Schauspieler in Komödien und so weiter. Genau. Kommt eine Frau beim Arzt. Magst du Flachwitze? Und wenn ja,
Welcher ist dein Liebster? Ja, Flachwitze, Chuck Norris fand ich immer gut. Chuck Norris, er hat Durst, trinkt am Wasserhahn, Wasser leer. Oder noch an dem, wo ich vor kurzem gehört habe, gehen zwei Buntstifte in den Wald, kommt dritter Buntstift dazu, sagen die zwei Buntstifte, jetzt wird es mir aber zu bunt. Ja, dann kommen wir zur Frage 18. Kennst du den? Erzähl uns deinen Lieblingswitz. Das ist ein bisschen längerer. Wieder, das ist einer, wo ich mal merken konnte. Ist jetzt nicht der Brille hoch 3, aber ich finde trotzdem lustig. Genau, steht vor einem alten Bauernhaus, so eine Bank. Und die ist dann kaputt gegangen. Und dann sagt die Bäuerin zu ihren Söhnen, Hans und Ernst, wir müssen in die Stadt fahren, eine neue Bank kaufen, weil unsere kaputt gegangen ist. Der Ernst sagt, ich kann nicht mit, ich muss das Land pflügen. Ja, dann hat Hans gesagt, ich gehe mit. Gut, dann fährt Hans und die Bäuerin in die Stadt. Da steht großes, ganz großes Gebäude, ganz blinkend und alles steht Bank drauf. Sagt die Bäuerin zu ihrem Sohn, ja, da gibt es bestimmt schöne Bänke. Ja, dann gehen sie rein, sehen sie einen Mann mit Krawatte und schick angezogen und solche. Und dann fragt die Bäuerin, ja, wo habt ihr eure Bänke stehen? Und dann sagt der Mann, der schick angezogene, ist das ihr Ernst? Und dann sagt sie, nein, das ist der Hans. Dann nur der Ernst seine Kappe auf. Jo, das waren jetzt die Fragen. Die 19. ist, Lachen ist ansteckend. Tagge andere YouTuber, damit das Lachen sich ausbreitet. Jo, ich würde jetzt mal Sascha Cobretti mal taggen. Ich hoffe, du magst mit. Und das war's dann mit dem Tag und ich hoffe, ihr schaut auch bald beim nächsten Video mit dazu. Und schön, dass ihr dabei wart und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus!